Hallo zusammen, ich habe hier eine Kompressorkühlbox und es geht heute um den Anschluss, wie schließe ich solch eine Kühlbox an. Aber zuerst gehen wir zu dieser Kühlbox. Das ist eine B31, die hat die Abmessungen von 335 Breite, 580 Länge und hat eine Außenhöhe von 425. 1,5 Liter Flaschen, hier habe ich jetzt eine 1,25 Liter Flasche, die geht ohne Probleme rein. Dann habe ich hier ein Rotwein von der französischen Fremdenlegion, der geht also auch ohne Probleme hier rein. Also hier stehend rein, überhaupt kein Problem. Die Box hat 28 Liter Nutzvolumen und ist Energieklasse A. Hat kein Energielabel, weil es eine mobile Kühlbox ist mit 12 Volt. Und diese Kühlbox läuft nur mit 12 und 24 Volt. Standard ist dieses Anschlusskabel dabei. Das kann man hier einstecken. Man kann dann das ausziehen, das hat zum Beispiel 2,5 Meter. Und jetzt sage ich immer, dieser Zigarettenanzünder hier, wird man nervös, der wackelt, passt nicht. Und wenn es nicht passt, hat man ja nicht einen Passsitz, sondern nicht einen Gleitsitz, sondern einen Schleudersitz. Und jetzt sagt ihr mir, ja, ich brauche die Leitung nicht so lang, weil die Batterie kommt direkt daneben, dann nehme ich die Schere hier so und schneide das Kabel hier mal einfach abeinander. Dann habe ich das hier mit dem Zigarettenanzünder und den schmeiße ich weg. Ja, und jetzt habe ich hier, nehme ich das Kabel auseinander und da habe ich auf der einen Seite ein geripptes Kabel, das ist das Minus. Das isoliere ich ab und mache hier eine Klemme drauf. Das ist nicht im Lieferumfang, auch die Klemme nicht. Und dann habe ich zum Beispiel hier solch einen Sicherungshalter, hier ist jetzt 30 Ampere, 15 ist okay, 20 ist auch okay. Hier habe ich jetzt per Zufall 30, den schneide ich hier ab, beidseitig abisolieren. Hier kommt jetzt auch so eine Verlängerung drüber. Auf der Seite auch abisolieren. Das stecke ich hier rein. Auch verpressen. Und hier drauf mache ich auch diese Pressverbindung. Dann sieht das so aus. Ich habe hier auf der Minusleitung, das ist das mit dem gerippten, wenn ihr den Zigarettenanzünder. Der ist jetzt davon geflogen. Und hier die Sicherung, gibt hier noch die Kappe drüber. Und so kann ich das direkt auf eine Batterie hängen. Jetzt muss ich den Zigarettenanzünder wiederholen. Der ist ja... Wenn wir diesen Zigarettenanzünder, den ich hier jetzt abgeschnitten habe, den können wir aufdrehen. Und der besteht aus dieser Kappe. Da habe ich eine Sicherung drin, eine 10 Ampere. Und dann habe ich hier diesen Zigarettenanzünder. Und wir sehen, außen ist der Außenkontakt, das ist Minus. Und hier ist das Kabel gerippt. Aber jetzt ist er ganz kaputt und jetzt können wir ihn wegschmeißen. Dann habe ich zum Beispiel hier die Batterie. Eine Lithium-Batterie. Eine 100 Ampere
Es muss nicht eine 100 Ampere sein. Aber das kann sein, dass ihr im Wohnmobil so eine 100 Ampere Batterie habt. Dann hänge ich, das rote wäre ja dann das Plus. Das hänge ich logischerweise aufs Plus. Und das hier aufs Minus. Ich habe es jetzt nicht angezogen, sonst richtig anziehen. Und sonst seht ihr, wenn jetzt die Box daneben steht, habe ich noch genügend Kabel. Wenn ihr die Batterie weiter weg habt, könnt ihr das Kabel verlängern. Am besten pro Quadrat, pro Längemeter von der Batterie bis zur Kühlbox. Ja, Länge in Meter sollte dem Querschnitt in Quadratmillimeter entsprechen. Wir sehen jetzt hier, die Kühlbox läuft jetzt. Der Stecker hier unten sitzt hier drin. Und hier auf dieser Batterie, wir sehen hier den Stromaufnahme, die ist 3 Ampere, plus minus 12,5 Volt. Die Batterie ist 67% geladen und hat eine Kapazität von 100 Ampere noch. Wir sehen jetzt hier den Energieverbrauch, der liegt bei 7,6 Wattstunden pro Stunde und 182 Wattstunden am Tag, und bei 32 Grad außen haben wir 250 Wattstunden am Tag. Und diese Batterie, die hat eine Gesamtkapazität von 1920 Wattstunden. Wenn wir jetzt bei 32 Grad außen das nehmen, dann hält diese Kühlbox mit dieser Batterie etwa 8 Tage. Jetzt sagt ihr, ja gut, ich brauche ja die noch zu Hause. Jetzt hat der das Kabel verschnitten hier, weggeschmissen. Und jetzt ist die nichts mehr wert. Ja, was mache ich jetzt? Kaufen Sie ein neues Kabel. Nee, Spaß beiseite. Zu Hause braucht ihr ja das Ding nicht an 12 Volt. Wenn, braucht ihr ein neues Kabel. Nein, zu Hause braucht ihr, oder auf dem Campingplatz oder wo es halt läuft, bräuchtet ihr so ein LED-Netzgerät. LED löst ein Desaster, weil an sich darf ich euch dieses Netzgerät nicht zu dieser Kühlbox verkaufen, weil dann wäre sie wieder labelpflichtig und da kriegen wir das Label noch durch mit Bescheißen. Und so habe ich hier, hier gibt es zwei Versionen, eines mit Schweizer Stecker, und in Deutschland liefern wir das mit deutschem Stecker aus, sogenannter Schutzkontaktstecker, Schuko. Und hier habe ich dann das Kabel, dann stecke ich hier hinten aus, lasse dieses Kabel im Auto liegen und kann dann hier einstecken und hier einstecken, geht im Moment, die Box läuft wieder an und zieht wieder Strom. So kann ich die Box zu Hause betreiben, und im Auto hänge ich sie so an, beziehungsweise auch in der Alphütte, in Camper oder sonst irgendwo. LED, da mache ich euch einen Link hier unten, was das genau heißt, warum LED, weil da gibt es eine besondere Verwandtnis dazu. Über diese Batterie mache ich euch einen Link hier oben. Das ist unsere 100 Ampere Batterie, sorry, 150 Ampere Stunden Batterie. Kleine haben wir auch im Sortiment. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.